In dem Video möchte ich euch ganz konkret sagen, auf was ihr zu achten habt und was ihr vorbereiten müsst, wenn es um die Nachrüstung der Klesana C1 geht. Ganz konkret sind es drei Themen. Nummer eins, was für eine Toilette ist installiert und auf deren Basis, was genau für eine Version der Klesana C1 nutze ich. Nummer zwei, was mache ich mit der Wasserleitung, weil die brauche ich ja de facto nicht mehr. Und Nummer drei, wo kriege ich die Leistung her für die Toilette? Ich möchte gerne mit dem Wasser anfangen, das ist relativ einfach. Die Wasserleitung kann stillgelegt werden. Idealerweise ist es so, dass es so nah als möglich am Verteiler oder wenn kein Verteiler verbaut ist, an dem T-Stück mit der Zuleitung passiert, weil dann stellen wir sicher, dass das Wasser nicht kippt oder dass da kein stehendes Wasser entsteht, das kippen kann und dann wieder rückläuft. Das zweite Thema ist das Thema Elektronik, Leistungsversorgung, weil wir hier einen Spitzenstrom von 27 Ampere haben. Brauchen wir Kabel mit einem größeren Kabelquerschnitt. Also die verlegten Kabel, die reichen nicht aus. Wir reden konkret davon, dass wir sagen, bis 8 Meter Kabellänge reichen uns 10 Quadrat. Ab 8 Meter Kabellänge empfehlen wir 16 Quadrat Kabel. Idealerweise gehen wir direkt an die Bordbatterie. Je nachdem, wo sie im Fahrzeug angeschlossen ist, muss geguckt werden, wie kommen wir mit den Kabeln so gut als möglich in den Toilettenraum. Man kann aber beispielsweise auch an die Versorgung von Hubstützen gehen. Also es ist nicht notwendigerweise so, dass wir immer direkt auf die Batterie gehen müssen. Bezogen auf die Toilette ist es folgendermaßen, wir haben die Klesana in zwei Versionen. Einmal mit dem L-Adapter und einmal mit dem Rundsockel. Der Rundsockel sieht so aus. Der L-Adapter, wie es der Name schon sagt, ist im Endeffekt der gleiche Aufbau des Adapters, plus dass wir ein Rückenstück haben. So, wann setzen wir was ein? Da müssen wir generell zwischen zwei Einbausituationen unterscheiden. Einbausituation 1, die Toilette steht im Fahrzeug auf dem Boden, also nicht in der Duschwanne. Wenn das der Fall ist, dann arbeiten wir in der Regel immer mit, also bei den konventionellen klassischen Kassettentoiletten mit dem L-Adapter. Weil dieser L-Adapter, den haben wir so konstruiert, dass die Baureihen C263S und C223S von Tedford 1:1 umgebaut werden können. Das heißt, die Öffnung für die Serviceklappe wird hier durch unser Rückenstück und die Dichtfalz automatisch abgedichtet. Das heißt, wir haben den Toilettenraum von dem Fahrzeugzwischenraum separiert. Dieser Adapter wird ganz einfach auf den Boden geschraubt und das Schöne ist, über dieses L-Teil haben wir den definierten Abstand, den wir brauchen, zur Rückwand, als dass wir die Toilette in jeder Position öffnen können. Das Einzige, was bei der Installation mit dem L-Adapter beachtet werden muss, ist, dass die Mindestabstände zur Seite eingehalten werden, weil nur so kann sichergestellt werden, dass wir a. die Toilette drehen können und b. die Toilette vor allem auch in eingedrehtem Zustand mit 45 Grad hier beispielsweise, dass sich der Deckel bei der Toilette mit eingedrehtem Zustand öffnen lässt. Das Display kann auch ganz einfach nachgerüstet werden. Das ist konstruktiv an dem Display der C260-Baureihe orientiert. Das heißt, hier kann es ganz einfach in die bestehenden Aussparungen eingesetzt werden. Bei anderen Baureihen muss entweder das Loch bzw. die Aussparung im Möbel vergrößert werden oder man kann auch mit so einem Aufputzgehäuse hier arbeiten. Da haben wir die 3D-Datei auch im Fachhändlerbereich hinterlegt. Das heißt, dieses Gehäuse könnt ihr euch selber produzieren, könnt ihr euch selber drucken, könnt ihr nachbauen und könnt es dann auf einem Möbel platzieren und das Display einsetzen. Die zweite Installationsvariante, die vorliegt, ist, wenn beispielsweise eine Banktoilette installiert ist. Die Banktoilette, dann in dem Moment auch auf dem Toilettenboden, kann rausgebaut werden und hier haben wir die Möglichkeit, die Toilette auf dem Rundsockel zu platzieren. Bei dem Rundsockel müssen wir nur darauf achten, dass der notwendige Abstand von der Rückwand und von der Seite eingehalten wird, weil dann haben wir genau wieder die gleiche Situation. Wir können die Toilette drehen und der Deckel kann in jeder Position geöffnet werden. Bei der Banktoilette haben wir den Zusatz, durch das, dass wir hier nicht mit diesem Rückenteil die bestehende Serviceöffnung verdecken können, muss sie separat vertäfelt werden. Die zweite Situation ist die, wenn eine Toilette in der Duschwanne eingelassen ist. Auch für den Fall empfehlen wir die Arbeit mit dem L-Adapter. Dieser L-Adapter ist konstruktiv so ausgelegt, dass die Nachrüstung von C220 und C260 Modellen relativ einfach durchführbar ist. Wenn wir diesen L-Adapter in die Duschwanne einsetzen möchten, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Blende zu entfernen. Jetzt kann
unser L-Adapter in die Duschwanne eingelassen werden und die Toilette kann ganz normal darauf installiert werden. Der L-Adapter ist so ausgelegt, als dass er etwas größer definiert ist als die Grundrisse der C260 und der C220 und dadurch wird dieser Einlass in der Duschwanne etwas überlappt. Der Rücken des L-Adapters wirkt bei der Installation in der Duschwanne genau gleich. Er dichtet uns die Nasszelle gegenüber der Fahrzeugzwischenwand ab. Etwas komplexer wird es, wenn wir Banktoiletten oder exotische Fabrikate in Duschwannen eingelassen haben. Schlicht und einfach, weil wir da keinen vorkonfektionierten Adapter nutzen können. In dem Moment ist es notwendigerweise immer so, dass die Duschwanne angepasst werden muss. Wenn man das fachmännisch machen kann, ist es kein Problem. Ansonsten gibt es bei uns auf der Website auch sehr viele Informationen, wie so ein Umbau gemacht werden kann oder wo es Partner gibt, mit denen man zusammenbauen kann, als dass der Endkunde dann quasi auch eine angepasste Duschwanne mit der Toilette bekommt. Generell ist es auch so, dass wir diese komplette Entscheidungsmatrix, also das heißt, was habe ich für einen Toilettentyp installiert, was ist die Umgebungssituation und welchen C1-Typ wähle ich am besten, bei uns im Fachhändlerbereich auch in einer Nachrüstmatrix dargestellt haben. Und es gibt noch eine Sache, die wichtig zu erwähnen ist, auch wenn die Klesana C1 anhand des Adapters immer nachzurüsten ist, muss darauf geschaut werden, wie die bauliche Situation in der Nasszelle ist. Das heißt, habe ich irgendwo Ablagen? Habe ich Gegenstände an der Seite oder habe ich Möbel an der Seite, die eventuell die Toilette behindern könnten? Weil selbst wenn die Toilette 1:1 ausgetauscht werden kann, was wir nicht wollen ist, dass wenn wir an der Seite irgendwo eine Ablage haben, dass der Deckel nicht richtig aufgeht, dass wenn wir die Toilette eindrehen, dass er hier nicht richtig aufgeht. Und ich sage das auch deshalb, weil sehr viele Hersteller ganz oft die Sollabstände der Produzenten der klassischen Kassettentoiletten nicht einhalten. Unser Adapter basiert auf diesen Sollabständen. Respektive ist es immer wichtig zu prüfen, wie sind die Abstände zur Seite, wie sind die Abstände nach vorne und habe ich irgendwelche Teile im Fahrzeug, die eventuell ein einfaches Öffnen und respektive den Betrieb der Toilette erschweren würden.